Aber jetzt kommt ein Radler, den hat's mächtig auf die Schnauze gehaut. Und ich weiß auch nicht, warum. Allmächt, jetzt bin ich ja noch gestürzt mit meinem tarntem Partner, dem Erwin Huber. Edmund, ich glaub, du hast doch recht gehabt. Ja, Günther und Erwin, ich hatte euch ja gleich gesagt, im Ministerium ist es praktisch wie im Paradies. Jeden Tag müsst ihr damit rechnen, ihr werdet hinausgeworfen. Und du, Erwin, hattest doch ohnehin genug Ballast zu transportieren mit dem milliardenschweren Schuldenpaket der Bayerischen Landesbank. Also Edmund, solange ich bayerischer Finanzminister war, hatte ich mit Sparmaßnahmen getan, was ich konnte und hat in der Bayerischen Landesbank alle Toilettenanlagen abgeschafft. Ja, die braucht man nicht mehr, weil in der Bayerischen Landesbank bescheißt doch ohnehin jeder jeden. Und jetzt, ihr Tandemfahrer, räumt die Straße für einen bayerischen Rennradfahrer, der voller Elan und mit meinem unsichtbaren Rückenwind in die weiß-blauen Pedalen tritt, Horst Seehofer. Ich freue mich, dass ich jetzt mal im Sattel sitze und schließlich konnte ich ja ganz Bayern mit seinen 4 Regierungsbezirken überzeugen. Was hörst? 4 Regierungsbezirke? Aber Bayern hat doch 7. Du hast noch Ober-, Unter- und Mittelfranken vergessen. Ach, dann eben 4 und 3. Ich hab jedenfalls in der Schule gelernt, dass man Äpfel und Birnen nicht zusammenzählt. Aber seit ich abgewählt worden bin, habe ich ganz verrückte Träume. Und da erscheint er mir immer wieder, der König von Bayern. Ihr Schwarzen, was habt ihr aus meiner CSU gemacht? Jetzt haben wir auch noch die rote Gefahr im Land, wenn ich den Gysi schon reden höre. Ich weiß ja nicht, was ihr wollt. Die Leute sind doch gut drauf. Wenn ich Olympia in China geguckt hab und in Chinesensee, der grinst doch über beide Backen aus dem Gesicht. Gysi, dass die Chinesen immer grinsen, ist doch vollkommen klar. Die Chinesen haben auch ihre Mauer noch. Und der reanimierte Münte Fehring von der SPD, der hat ja schon die nächsten Prognosen abgegeben. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben großen Grund zur Freude. Der SPD-Anteil in Bayern liegt bei gut 1/3. Doch damit gehen wir uns so lange nicht zufrieden. Wir werden also weiter erhöhen. Morgen werden es bereits 1/6 und übermorgen 1/12 sein. Doch auch wenn den Freistaat jetzt kein Franke mehr regiert und der Club fast jedes Spiel verliert, haben wir in Franken unsere Phasenacht, wo man auch mal über sich selber lacht. Drum sag ich heute dem Rest von Bayern, schaut hoch nach Franken, dort lernt ihr's feiern. Hello! Thomas Ulrich und ist mit seinem Radl aus Lohr-Wombach hierher geradelt.